So, und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Bus-Simulator hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Sidibi, begrüße euch, freue mich, dass ihr einschaltet. So, unsere letzte Aufgabe aktuell hier ist ja nun die Haltestellen auf Level 5 zu bringen. Den inneren Kreis hier, die Linie 26, habe ich jetzt mal fertig gemacht, ne, damit wir das jetzt nicht rund um die Uhr jetzt hier machen müssen. Und wir haben jetzt noch die Linie 27, den äußeren Kreis, und das werden wir mal jetzt noch machen, um zu hoffen, dass wir jetzt die letzten Level 5 Haltestellen hier bekommen. Und dann schauen wir mal weiter, wie es hier weitergeht. Von daher würde ich sagen, wir springen jetzt hier gleich rein, lassen das Ganze mal zufällig und fahren mal so ein Stückchen. Und ich bin mal gespannt. So, deswegen los, los und weiter geht's. Es ist ja mittlerweile Freitag. Und dann, ja, haben wir fast eine ganze Woche Bus-Simulator. Eine Fahrkarte, bitte. So, es geht natürlich wieder los mit Tickets verkaufen. Ach, ich liebe es. Danke. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Ja. Danke. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. So, Student. Und weiter geht's. Sie hätten ja hier auch den großen Bus nehmen können, hier eigentlich. In der Regel können wir den ja hier gut einsetzen. Den langen MAN. Da haben wir ja keine scharfen Kurven hier oder sowas. Ne? Da kann man den hier gut benutzen. Aber was soll's. So viele Fahrgäste haben wir jetzt ja nun auch nicht. Ja, Hammer. So. Alles einsteigen. Du willst ein Ticket, wa? Oh, ey, was ist denn hier los? Kein Ticket. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Ha, Christina. Die Siegesstraße. Ja, wie gesagt, also das sind jetzt die letzten Haltestellen hier. Auf Level 5. Er sollte nicht noch arbeiten. Absolut pünktlich. Danke sehr. Absolut pünktlich. Ja. Und dann schauen wir mal weiter, was denn für Missionsziele anstehen. Ich habe auch mal geguckt, wir sind eigentlich schon von der Folgenlänge schon gut dabei. Müssten uns langsam aber sicher auch dem Ende denn nähern. Aber man weiß ja jetzt nicht, was jetzt noch für Aufgaben kommen. Vielleicht kommen jetzt Aufgaben, die das Ganze einfach künstlich in die Länge ziehen. Das kann ich mir gut vorstellen tatsächlich. Einfach so einen Cut jetzt und beenden. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es so ist. Lassen wir uns jetzt mal den überraschen. Also auf jeden Fall werden wir in dieser Folge heute alle Haltestellen auf Level 5 bringen, damit wir heute zumindest ja die nächsten Missionsziele bekommen. Also das ist heute mein Schlachtplan für die heutige Folge. Deswegen müssen wir gucken, dass wir jetzt auch gut und sauber und ordentlich fahren. Wir wollen natürlich hier auch Geld produzieren. Haben jetzt mittlerweile auch schon da gesehen, fast eine Mille. Oder wir haben eine Mille auf dem Konto. Ich würde gerne rüber wollen. Ich bin eingeschlafen. Aber noch müssen wir nicht rüber. Noch können wir auf der linken Spur bleiben. Und dann kommen wir zum Rathaus. Haben auf jeden Fall echt viel gesehen von dem Bus-Simulator und das ist jetzt kein Spinne oder so, aber sogar den Bus-Simulator 16 habe ich meiner Meinung nach gar nicht so lange gespielt, wie jetzt hier den Bus-Simulator. Das sah aus wie ein Schlagloch. Ist die wieder an? Nee, oder? Muss ich jedes Mal anschalten? Ausschalten? Ich hoffe doch nicht. Ja, was wollte ich sagen? Nicht mal den Bus-Simulator 16 so lange gespielt. Und den Bus-Simulator 18 auf dem PC sowieso nicht. Ich weiß nicht, das war irgendwie damals auf dem PC echt enttäuschend gewesen.
weil sich gefühlt einfach der Sprung von dem Bus-Simulator 16 zu 18 einfach sich gar nichts getan hat. Die Grafik war die gleiche gewesen, es kamen halt neue Busse dazu, die Stadt war halt anders, ne? Also da hat man natürlich nicht das gleiche Szenario genommen, wie jetzt noch beim Bus-Simulator 16, aber sonst hat sich eigentlich rein gar nichts verändert. Die KI ist so geblieben, wie sie war, die Grafik ist halt so geblieben, wie sie war. Allgemein auch dieses ganze Feeling vom Bus-Simulator, das ist einfach so geblieben wie vom 16er. Und das damals dann so zu verkaufen, dass es der absolut ultra-realistischste Bus-Simulator ist, das war mega, mega enttäuschend gewesen. Und ja, deswegen, weiß ich nicht, hat mich das denn damals auf dem PC gar nicht so gefesselt gehabt? Zumal ich da auch OMSI habe, ja, also gegen OMSI kommt sowieso nichts an. Und jetzt wird es wahrscheinlich in naher Zukunft ja dann doch Lotus werden, ja, wo man dann halt einfach alles machen kann, ob jetzt Bus fahren, Straßenbahn fahren oder was weiß ich, was ihr da machen wollt. Das geht dann halt alles im Lotus-Simulator. Da ist wiederum der Nachteil, das ist halt PC-exklusiv, ne? Und ich glaube auch nicht, dass das Ding irgendwann mal für eine Konsole erscheinen wird. Aber man weiß es nicht. Zumal ja jetzt ja, obwohl sie jetzt, ich sag mal, so ein bisschen gefloppt ist, ne, diese Stadia, ne, könnte man eigentlich das Ganze dann halt auch auf dem Fernseher transferieren können, also transportieren. Ja, würde natürlich machbar sein. Auch der Landwirtschaftssimulator ist über Stadia funktioniert. Ne, also da könnte man sich vorstellen, dass es eventuell auch irgendwann mal Lotus darüber geben könnte. Also ne, ausschließen möchte man ja da in dem Punkt ja nichts. Die Optionen sind ja offen, aber ob das Ganze so auf eine Konsole portiert wird, Ich brauche einige Fahrkarten. Das kann ich mir beim besten Willen, glaube ich, nicht vorstellen. Also wenn, würden sie mich tatsächlich mega überraschen damit, danke, wenn wir irgendwann mal den Bus-Simulator, Lotus-Simulator, denn mal auf eine Konsole sehen. So, kommen Sie rein. Moment, wo ist mein Hut hin? Das weiß ich nicht, junge Dame, wo Ihr Hut hin ist. So. Mir ist heute nicht nach Arbeiten. Ja, schön, wenn man Urlaub hat. Obwohl der jetzt wieder zu Ende ist, wenn heute die Folge kommt, ist Freitag. Freitag bedeutet für mich letzter Feiertag. Aber das Schöne ist, wir müssen ja nur anderthalb Tage arbeiten. Und dann ist ja schon wieder Weihnachten, Heiligabend. Und Jux kam der Chef denn letzte Woche um die Ecke und meinte dann so zu mir, du hast noch einen Urlaubstag, den du unbedingt nehmen musst. Sagt er zu mir, ich gebe dir noch den 27. frei. Yes. Somit ist meine Arbeitswoche nächste Woche nur anderthalb Tage lang. Und ja, da kann ich doch eigentlich gar nicht meckern. So. Sehr pünktlich. Ne? Du lässt mal den Rollstuhlfahrer bitte raus. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, genau. Du brauchst wieder eine Fahrkarte. Danke. Eine Fahrkarte bitte. So, Tag, Standard, drucken. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Einzeln, Standard, drucken. So, weiter geht's. Nächster Halt, Arbeitergasse, Endstation. Bitte alle aussteigen. Alle aussteigen. So.
Jemand hinterließ Müll. Schande. So, müssen wir hier nochmal so ein Jux für YouTube noch schnell ein Bild zaubern. Und dann passt das Ganze. Fotografiert immer von vorne. Reichender Busfahrer. Deutsche Drecksäuer. So. Schaut doch schon mal ganz gut aus. Und damit haben wir ja hier alle Ziele erfüllt. Die Stadtverwaltung schickt freundliche Grüße. Die neuen Umgehungs- und Ausfallstrecken sind ein überwältigender Erfolg und werden der Allgemeinheit noch jahrelang von Nutzen sein. Gute Arbeit. Ich habe bereits eine neue lukrative Aufgabe für dich am Haken. Peter, wollen Sie uns einen kurzen Überblick geben? Ja, das will ich in der Tat. Kommen wir gleich zur Sache. Der Tourismusvorstand hat um eine Sightseeing-Linie durch Old Town gebeten, die für die Einwohner und Touristen gleichermaßen attraktiv wäre. Und obwohl ich glaube, dass euer Netzwerk fast perfekt ist, gibt es hier und da noch ein paar Kanten, die man glätten könnte. Immer mehr Menschen nutzen täglich unseren öffentlichen Nahverkehr. Mal sehen, ob wir sie alle zum Wechseln animieren können. Die Stadtverwaltung verbindet diesen Meilenstein mit einer beträchtlichen Vergütung. Naja, 200.000 ist jetzt nicht beträchtlich. So, eine Sightseeing-Strecke sollen wir jetzt machen. Nutze Fahrer, um auf einer Strecke Einkommen zu generieren, die verbindet. Kathedrale, wo ist denn die Kathedrale? So. Wo soll denn die Kathedrale sein? Und 10 Touren von... Das geht doch gar nicht. Da müssten wir jetzt eigentlich alle Linien löschen, die mit Fahrern Einkommen generieren. Profitablen Strecke sein. Alle Haltestellen in deinem Schrecken, das müssen Level 5 haben. Was ist das da unten? Ist das das Neue? Müssen wir mal gucken. Das Problem ist, ich komme immer nur so dahin. Das ist Römerstraße. Was bist du? Gehöf? Westfield? Westfield Wanderstiefelstraße? Oh, hier Industriezone haben wir auch noch, die wir hier bearbeiten müssen. Aber wo soll denn jetzt hier die Kathedrale sein? Warte mal, wir machen was anderes. Ja, verwerfen. Und zwar machen wir einfach mal jetzt hier. So, zack. Mindestens 4 Fahrer und Busse. Heieiei. Also hier haben wir Old Town. Kathedrale, Stadtzentrum. Stadtzentrum, also ich glaube, das müsste die hier sein, ne? So, also am Hauptbahnhof. So. Ach so. Altstadt. Das ist ja schwer. St. Paulus in Warte mal, sieht das nicht, wenn wir das... Oh, nee, das geht so nicht. Oh, das ist auch blöd. Warte mal, das müssen wir anders machen. Löscht dann das alles mal. Wir fangen mal hier vom zentralen Omnibusbahnhof an. ZOB.
Die werden wir mal entfernen. Fangen wir den vom ZOB an. So. Handelszentrum. Oh, das ist alles Einbahnstraße hier. Das ist blöd. Boah, Alter. So, wa? Das war eine dumme Linie, weil die halt so ein S fährt. Aber na gut, also wir haben einen zentralen Omnibus. Wir haben die Altstadt. Das sind drei Haltestellen, oder? Problem ist, wir haben hier einmal die Kathedrale, also wir haben hier Handelszentrum, weiß nicht, ob die dazugehört. Warte mal, können wir die hier nochmal rausnehmen? Das Problem ist, ich weiß halt nicht. Nein. Ist auch blöd. Machen wir so. Jetzt haben wir die Kathedrale, eine Haltestelle. Aber hier steht zum Beispiel gerade nur eine Haltestelle. Also wer müsste die jetzt hier weg hier? Das ist schwer, hier jetzt eine anständige Route zu planen. ZB, Kathedrale, Handelszentrum, Plöger, St. Paulus. Wir machen mal die Insel St. Paulus da wieder raus. Die hier. Und werden direkt dann zur alten Brauerei fahren. Wie viele Haltestellen sind es denn? 3, 6 habe ich jetzt hier. Ja, es müsste so passen eigentlich. Speichern wir das Ganze mal. Sind zu klein. Okay, so, jetzt haben wir hier die Linie 28. Ja, also hier sollen jetzt 4 Fahrer drauf, ja. Wahnsinn. Besitze 10 Strecken vom zentralen Omnibus, die mit Fahrern Einkommen generieren. Können wir alles löschen eigentlich. Das Problem, naja, obwohl wir generieren, naja, das kannst du jetzt so auch nicht sagen. Wir kaufen noch ein paar Busse, würde ich jetzt erstmal sagen. Aus dem Stegreif. Der Lion ist noch nicht. So, dann Angestellte, 4 Leute brauchen wir. So, Streckenplaner. Oh, wir haben sie alle gelöscht, wa? Asfahrer, Geselle.
Asfahrer. Oh, das ist hier echt. Oh, komm schon. Wo bist du denn jetzt? Das ist eine ganz komische Farbe. Einstellen. So eine Zusatzfrage wäre vielleicht auch nicht so verkehrt, ob man die Fahrer wirklich löschen möchte. Oh. Manchmal sehe ich echt in den Einstellungsfenstern nicht, wo jetzt hier mein hin ist. So. Nochmal Streckenplaner. So, hier haben wir, auf jeden Fall einen Bus. Allerdings kein Fahrer drauf. So. Hier ZOB, das ist die Linie hier, ne? So, und hier brauchen wir auf jeden Fall 1, 2, 3, 4 Asfahrer. So. Haben wir das schon mal? So, mal ganz kurz gucken. Der hat keinen Bus. Dann sollst du einen bekommen. Ne, wir haben gar keinen Bus mehr. So, hier oben fehlt uns ein Fahrer. So. Fahrer zuweisen. Das ist ein Bus. So, und hier haben wir noch einen Fahrer. So, jetzt haben wir hier noch einen Bus. Übrig. So. Und hier unten fehlt uns auch noch ein Fahrer. So, somit müssten wir doch jetzt gut dastehen. Und irgendwo ist hier noch ein Bus, der hier einfach rumsteht. Hier oben. Dann raus damit. Dann können wir nämlich mit denen jetzt fahren. Mit dem einen Erdgasbus. So, dann müssen wir jetzt die neue Linie auf jeden Fall fahren. Die 28. Und ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Also unbedingt wieder einschalten, wenn ihr mehr sehen wollt hier vom natürlich Bus-Simulator. Ich würde mich sehr darüber freuen. Verabschiede mich hier, bedanke mich, sage ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!